Mal ist draußen, ich bin Sam von Beißenheit. Willkommen zu einem neuen Videokanal. Heute habe ich die brandneuen Panini-Sticker zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland am Start. Hier haben wir das schöne Album mit der Trophäe. Also ich finde das sehr, sehr schön und sehr gut gelungen. Hier unten haben wir die ganzen Nationen. Dann hier im Album hier die ersten Sticker, da werden wir gleich noch zu kommen. Und dann hier ein paar Sticker und ein paar Infos wie die ganzen Stadien und so weiter. Und dann haben wir hier so Doppelseiten. Ich glaube, jedes Team hat eine Doppelseite. Genau, eine Doppelseite mit den Spielerporträts. Und hier oben haben wir die Gruppen und so weiter, wie man das vom Panini-Alben gewöhnt ist. Hier unten das Maskottchen. Wie gesagt, hier die ganzen Spielerinnen mit dem Namen und der Nummer. Und hier oben dann noch so eine, ich denke mal, Starspielerin. Beyond Greatness steht hier drauf. Beziehungsweise Beyond Greatness, hier die Daten zur Nationalmannschaft und so weiter. Und hier haben wir aber noch ein Spielerbild. Und ja, so haben wir das für jede Nation. Die sind alle gleich gut vertreten. Dann in der Mitte haben wir noch Beyond Greatness. Das ist so der Spruch zur WM, glaube ich. Hier haben wir noch ein paar extra Sticker. What brings the world together is football. Und dann halt hier geht es weiter mit den weiteren Teams. Und haben wir hinten nochmal irgendwas? Ich muss sagen, ich schaue mir das auch gerade zum ersten Mal an. Nee. Also hier noch ein paar Infos und so weiter. Aber im Prinzip habt ihr hauptsächlich, wie man es gewohnt ist, diese Porträtsticker. Ich kann euch das empfehlen, wenn ihr die Sticker euch holen wollt, schaut mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Denn ihr bekommt jetzt aktuell, solange der Vorrat reicht, bei Panini dieses Bundle. Das heißt ein ganzes Display Plus Album. Und ich habe die jetzt schon geöffnet. Das Video findet ihr auch auf unserem Kanal. Und zwar diese Frauen, DFB-Frauen Trading Cards. Und zwar bekommt ihr hier ein komplettes Set mit allen 23 Spielerinnen plus möglicherweise Autogramm und Parallels. Wir hatten echt viel Glück. Schaut euch auch gerne das andere Video an zu den Packs. Und viel Glück dabei. Aber heute soll es um die Sticker gehen. Deswegen schneid mal das Display auf. In einem Display hier 100 Päckchen drin, wie man es gewohnt ist. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So sehen die Päckchen aus. Also wie gewohnt bei Panini so ein schönes glänzendes Päckchen, dass man auch wieder es kaum kaputt machen will. Also die Päckchen sind wieder so schön. Die will man eigentlich nicht aufreißen, aber wir machen es natürlich trotzdem. Und schauen uns das Ganze an. So ist also das Sticker-Design. Also wir haben das Porträt, oben das Logo von der WM, unten Position. Und ein paar Designs und hier unten, hier an der Seite, haben wir dann den Namen, Geburtsdatum und nochmal die Länderflagge. Also in dem Fall Little John, dann Grace Jail, Canerit und ja, Diana Silver und noch ein Beyond Greatness, hier so Code, Get Your Free Digital Pack. Also es gibt auch hier diesmal wieder eine App und dann könnt ihr hier den Code scannen oder den Code benutzen und gratis digitale Packs bekommen. Ich würde sagen, wir öffnen ein paar Päckchen. Dieses Video dient dazu, dass ihr so einen Eindruck habt von der Serie und mehr Videos zu der Serie. Ich versuche natürlich das Album dann auch wieder voll zu bekommen und dann euch das auch das möglichst bald das volle Album zu zeigen. Aber ja, ihr seht es ja, wie man es gewohnt ist. Hier, die Codes gebe ich euch natürlich auch gerne mit. Also der Schnellste von euch kann den Code verwenden. Und ja, hier die ganzen Stars der verschiedenen teilnehmenden Nationen sind mit vertreten. Hier wieder der Code. Ich denke, ihr solltet einen guten Eindruck bekommen. Und wir haben auch die erste Deutsche mit Linda Dahlmann. Mehr zu ihr haben wir vielleicht auch bei den Karten gezogen. Vielleicht als Parallel oder Autogramm. Schaut da auch gerne mal rein. Sehr cool. Und die nächste Deutsche mit Sydney Lohmann. Sehr, sehr cool. Hier, also auch mit dabei. Und ja. So, nächstes Päckchen. Wobei, ich glaube, ein paar mache ich noch auf. Aber wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare auf. Ich kann auch gerne ein Display-Opening machen. Wieder mal. Aber ich wollte hier euch erstmal ein erstes Video bringen, wo ich euch die Serie einfach mal kurz vorstelle, euch das Album kurz zeige und euch einfach mal auch zeige, dass diese Serie überhaupt gibt. Vielleicht wussten es ein paar schon noch nicht.
Und hier haben wir natürlich auch die klassischen Club-Logos, beziehungsweise Föderations-Logos, Team-Logos. Hier Nigeria auch wieder glitzernd mit den Panini-Logos im Hintergrund. Und oh, Beyond Greatness Alexandra Popp von der deutschen Nationalmannschaft. Sehr, sehr cooler Sticker. Den hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, entweder das ist einer von denen in der Mitte oder vielleicht hat jedes Team auf ihrer Seite auch einen so Sticker. Das werden wir dann beim Mappen-Update bzw. Album-Update sehen. Beyond Greatness hier die nächste, Anna Maria. Ja, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, keine Ahnung. So, noch drei Päckchen und dann war es das, glaube ich, auch erstmal für das erste Video zu dieser Serie. Wie gesagt, die sind jetzt erhältlich. Erster Link in der Videobeschreibung bringt euch gleich zum Bundle. Aber ihr könnt ja auch einfach mal in den Panini Shop schauen. Wenn ihr euch das Bundle nicht holen wollt, könnt ihr euch auch einzelne Päckchen bestellen. Und aber wie gesagt, meine Empfehlung geht klar raus für das Bundle. Da bekommt ihr die DFB-Karten noch dazu. Habt eine Chance auf One-of-Ones, auf Autogramme von den größten, von allen den größten deutschen Stars. Clara Bühl, auch die ist im Kartenzelt, glaube ich, dabei. Und habt eine Chance auf Autogramme, zum Beispiel auch von Lena Oberdorf, Jule Brandt, Laura Freigang und so weiter. Also schaut da gerne mal rein. Das war's von mir an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wer glaubt ihr wird Weltmeister? Schaffen wir es die Deutschen weit? Schaffen sie es vielleicht sogar zum Titel? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Der Stelle natürlich auch wie immer ein großes Dankeschön an Panini fürs Ermöglichen dieses Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Snited. Ciao, ciao.